Ja, hallo, mein Name ist Christian Schemeier, Coach, Psychologe, Mensch, Erdenbewohner, Milchstraßenbewohner und vieles mehr. Und diesmal Videoblog in der Regel um die Themen Dating, Beziehung und Liebe, Spiritualität auch. Und ja, heute haben wir eine schöne Frage. Wenn ihr auch solche Fragen stellen wollt, könnt ihr über einen Formular auf liebeship.de machen. Und wir haben immer noch die Aktion mit denen, dass wir unsere begrenzten Bootcamp-Plätze vertackern gerade in Hamburg, Berlin, in der Nähe von Murnau. Und da gibt es noch so eine Aktion mit dem Spiri-Kurs, Spiritualität und nice, geiles Leben mit jeweils einem, einmal ein 50-Euro- und einmal ein 25-Euro-Code, findet ihr in der Videobeschreibung. So, das dazu. Und Lesung und Party und so, da wurde ich auch gefragt. Wir arbeiten dran, es ist so scheißend schwierig mit den Regeln, ey. Es ist wirklich, also Bootcamp scheint uns gerade erstmal das Einfachste und das Dringendste vielleicht auch. Aber wir sind auch dran an Lesungen und, aber alles nicht so einfach, alles nicht so einfach. Gut, so, wir haben also eine Frage von Natascha Schlowskilja und es geht um das Thema, ja, das sie mehr Sex will als er. Gut, hallo Christian. Seit einem halben Jahr treffe ich mich mit einem Mann und erlebe eine für mich ungewohnte Situation. Ich habe mehr Lust auf Sex als er. Ja, ich weiß nicht genau, in welchem Altersrange du so bist, aber ich kann dir sagen, das ist ein absolutes Märchen, dass immer die Männer mehr Sex wollen als Frauen. Also ich glaube, das ist auch vom Zeitgeist her, gleicht sich das immer mehr an. Freue mich auch über Kommentare, schreibt mal, wie ihr das erlebt. Und ich habe auch das Gefühl, ja, werden das vielleicht in den 20ern, wollen vielleicht die Männer mehr Sex als die Frauen. Und dann gleicht sich das irgendwann so an. Und glaube, oft ist es in 40ern so, dass die Frauen mehr Sex wollen als die Männer oder in 50ern. Und ja, das ist dann auch vielleicht auch Lauf der Dinge oder unterschiedliche hormonelle Entwicklungen der Menschen. Sollte man nicht gleich ein Ego-Thema rausmachen, das machen wir ja meistens beim Sex. Aber es kann natürlich auch viel mehr heißen. Nur mal das einmal gesagt. So, ne? Meistens initiiere ich unsere Intimität. Ja, also wieder dieses Polaritätsthema natürlich, gerade in der Beziehung ist natürlich irgendwo auch egal, wer zum Sex anfängt, das sollten natürlich beide mal machen. Aber aus Sicht der Polarität finden es viele Frauen unangenehm, wenn der Mann das nicht öfters macht, so, und ja, fühlen sich viele Frauen abgelehnt, was, glaube ich, auch ein bisschen ein gesellschaftliches Thema ist, weil ja immer in Medien immer dargestellt wird, der Mann will ständig und die Frau muss irgendwie überredet werden, nur das trifft überhaupt nicht, ja, also ich glaube, da gleichen sich die Geschlechter immer mehr an. Und ja, viele Männer entdecken halt auch ihre Unlust irgendwie. Und wie gesagt, woran das auch immer liegen mag, an zu viel Sonnenflecken, weiß ich nicht, zu viel Plastik im Meer, gesellschaftliche Veränderungen, ich weiß es nicht. Zu wenig Männer auf der Bohrinsel, ich habe keine Ahnung. Aber gibt es bestimmt schlaue Bücher zu. Apropos, holt euch mein zweites Buch. Sehr schöne Bewertung auf Amazon, schreibt auch gerne eine. Aber ja, es ist wie es ist, ne? Und wie gesagt, für Frauen ist das dann, glaube ich, manchmal so überraschend, wenn sie dann feststellen, das ist ja ein Mann, den ich gut finde, aber der ist jetzt nicht so sexuell, wie ich mir das wünschen würde. Weil ich glaube, da gibt es auch, glaube ich, Untersuchungen zu, dass Frauen Lust vor allen Dingen auch, Gott, sage ich bestimmt wieder irgendwas gendermäßig völlig Falsches, aber ich meine es so gelesen zu haben, dass Frauen so ihre Lust auch sehr stark empfinden an der Lust des Mannes so und an diesem, dass der Mann so über sie herfällt und ja, aber auch dazu dürft ihr gerne was schreiben. Genau. So, manchmal beißt er mich auch ab. Naja, ich meine, mal ganz ehrlich, für Männer, aber zumindest sagen wir mal, Männer in den 20ern, 30ern ist das Alltag, auch für viele Männer ein später Alltag, abgewiesen zu werden beim Sex. Und das kommt vor, ne? Ja. Aber gut, was extrem frustrierend ist. Er hat auch ansonsten nicht viel für Intimität übrig.
Knutschen oder ähnliches findet so gut wie nicht statt. Ja, gut, jetzt, also bis hier nochmal, jetzt vielleicht nochmal allgemein, da könnte man sich natürlich jetzt schon fragen, mag ja, also es gibt auch Menschen, die sind nicht so Kuschler, ne? Manchmal habe ich auch das Gefühl, vielleicht ist es manchmal auch das eine Alterssache, dass man, weiß ich nicht, aber vermuten wir es ja eh ungefähr gleich alt seid, von daher ist auch wurscht. Aber klar, es können natürlich auch so Bindungsthemen sein, dass man nicht so viel Nähe ab kann. Können auch so Interaktionen sein in so einem Paar, dass einer ganz viel Nähe will und dann geht der andere so in die Gegenposition. Aber manchmal sind es auch einfach Unterschiede, ne? So, ne? Aber wenn man, mal ganz ehrlich, wenn man das mag und für viele Menschen, ich finde zum Beispiel Küssen auch super, könnte mir keine Beziehung vorstellen ohne Küssen und man kriegt das nicht, dann kann einer schon extrem aufreiben, sollte man echt überlegen, ob man so körperlich kompatibel ist, so, ne. Wenn wir eins miteinander schlafen, ist es auch wunderbar und leidenschaftlich. Naja, wenn du so natürlich so einen permanenten Minus bist, was das angeht, und sich das alles so anstaut, kann ich mir schon vorstellen. Wir sehen uns circa zweimal in der Woche und haben zwischendurch nicht wahnsinnig viel Kontakt. Wir sagen uns guten Morgen, schreiben uns zwischendurch, wenn etwas Spannendes passiert, und wünschen uns vor dem Schlafengehen eine gute Nacht. Ja, da gibt es jetzt kein falsch oder richtig. Also es gibt Menschen, für die ist das viel zu wenig. Es gibt Menschen, für die ist das viel zu viel. Ist jetzt in sich nichts falsch dran, außer es ist für dich falsch wieder, ne? So. Ich finde es seltsam, dass er keine Lust hat, über mich herzufallen, wenn wir uns sehen. Also, was ich jetzt mal sagen würde, ist, also in den ersten 100, 200 Tagen sollte dieses Problem vielleicht nicht auftreten, weil typischerweise wird ja die Sexualität eher weniger in einer Beziehung und also man kann immer so sagen, die Themen, die man schon gleich ganz am Anfang hat, die werden sich natürlich eher verschärfen so mit der Zeit. Da muss man halt wirklich überlegen, bevor man sich da jetzt ewig dran abarbeitet. Ist auch, glaube ich, jetzt nicht. Natürlich kann man darüber reden, natürlich sollte ich darüber reden, aber nach meiner Erfahrung bringen diese Gespräche immer nicht so viel. Man kann ja jetzt nicht jemanden da reinreden, dass er mehr ist, also natürlich kann man mal sagen, oh, kannst du auch mal anfangen mit dem Sex, aber wenn er das dann so mechanisch machen würde, würde dir das ja auch nicht gefallen. Und ja. So, ich bin allgemein gesehen eine attraktive Frau. Habe noch nie erlebt, dass ein Mann keine Lust auf mich hat. Gut, das zeigt ja auch. Ah, es kommt wieder Amazon. Meine Güte. So, ich finde meinen Freund sehr hot und habe auch Lust auf körperliche Nähe. Ich weiß, dass er Gefühle für mich hat. Ja, das muss auch damit überhaupt nichts zusammenhängen, ne? Möglicherweise mehr als ich für ihn. Aber das ist ja spannend, ne? Aber ihm ist die körperliche Nähe nicht so wichtig. Für ihn bedeutet Intimität einfach etwas anderes. In Sprachen der Liebe, ja, hätte ich jetzt auch, glaube ich, mal angesprochen, genau. Das ist ja dieses Buch, Fünf Sprachen der Liebe, ne? Ausgedrückt, es ist für mich die Zärtlichkeit und für ihn Zeit zu zweit, also als Sprache der Liebe. Ja, ist wie es ist, ne? Du sagst, wer weniger Sex will, kontrolliert die Sexualität. Ich möchte nicht kontrolliert werden. Ja, das heißt einfach nur, also wenn er will, kriegt er Sex, wenn er nicht will, kriegt er keinen. Also das, damit hat er die Kontrolle. Das ist aber, also aus der Nummer kommt man nicht raus. Es ist, also was ein gutes Buch dazu ist, ist Psychologie der sexuellen Leidenschaft von Schnarch. Wenn man das wirklich als Paar so angehen will, dann kann man das mal zusammen so durcharbeiten. Der schreibt da ganz viel zu. Und ja, gibt es da einen Weg, dass ich mich nicht zurückgewiesen fühlen muss? Ja, du kannst natürlich auf jeden Fall in deinem Ego arbeiten und dir sagen, ey, es hat nichts mit mir zu tun, ich bin eine attraktive Frau und er mag mich und das hat jetzt nichts mit meinem Wert zu tun oder mit einer Attraktivität. Das ist einfach, wie er ist, so, ne? Das würde ich mir immer wieder sagen, weil das andere ist der Ego, so. Aber on top darfst du natürlich überlegen, ob das auf die Dauer so stimmig ist für dich und ob das, also wenn man nach einem halben Jahr da schon so viel drüber nachdenken muss, ob das dann so Sinn macht, aber das kannst nur du entscheiden, da so ganz viel zu investieren, dass man dran arbeitet und so.
Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie gut der Rest ist. Wenn der Rest wirklich top ist, habe ich so den Eindruck, ist er ja auch so, dass er so wenig schreibt und so. Das gefällt dir ja auch nicht so richtig, ne? Das ist letztlich eine Kompatibilitätsfrage. Also, das ist jetzt nichts, dass er böse ist oder muss noch nicht mal heißen, dass er bindungsängstlich ist. Es gibt Leute, die sind halt nicht so sexuell, ne? Aber ich verstehe deinen Punkt. Ja, freue mich auch über Kommentare, wie immer. Liked, abonniert meinen Kanal. Und freue mich auch über Kanalmitgliedschaften oder Twitch-Subscription. Und ja, kauft meine fucking Kurse. Guckt hier nur die Videos. 97% Empfehlungsrate. Arbeitet an euch und wir werden es bald wiedersehen.